Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Grünen denken Experimentierräume neu. Sehr löblich. In unserem durchreglementierten Staat oft die einzige Möglichkeit, Neues wirklich zu erproben. Aber dieser grüne Antrag ist ein aufgewärmter Veggie Day für grüne Verkehrspolitik. Ein Experiment, das soll doch ein Wagnis sein und kein Praxistest für Umerziehung. Neues entsteht eben nicht, wenn man vermeintliches Teufelszeug ausklammert. In echten Experimentierräumen für Mobilität, da muss alles drin sein. Auch autonomes Fahren durch urbane Zonen. Uber ohne Taxi-Reglement. Kommerzielle Sammelbusse. Modernste Dieseltechnologie und Hybride. Flugtaxis und Drohnen. Und dann nicht nur für die Deutsche Post, auch für die Versandapotheken. Aber Experimentierräume sind viel mehr, dazu nachher. Die grün-schwarzen Reallabore in Baden-Württemberg, sie sind besser als nichts. Aber sie verzetteln sich im ideologischen Klein-Klein. Bürger-Rikschas und Parklets. Die schwächelnde baden-württembergische Wirtschaft, die braucht was ganz anderes. Um im Zukunftswettstreit mitzuhalten, brauchen wir breit aufgestellte Freiheitszonen, German Valleys. Gerade in mittelständisch geprägten Regionen. Experimentelle Innovations- und Wachstumskerne, Mittelständler mit Start-ups, vernetzt mit Mobilität, Bildung, Gesundheit und Kultur. Nicht ihr unisektorales, technologiegeschlossenes Verhunzen von Experimentierräumen. Kollege Sattelberger. Nein, ich bin so gut in Fahrt jetzt. Andere Länder machen uns vor, was Experimentierräume sind. Steuererleichterungen, Vereinfachungen im Arbeitsbau- und Umweltrecht, neue Mobilitätskonzepte, Community-Infrastruktur, E-Government, Lebensqualität und regionales Wachstum. Shenzhen in China, Sofia Antipolis in Südfrankreich, 43 Enterprise Zones in Großbritannien, Skolkovo in Moskau, cross-sektorale Innovationsräume, keine grünen Verkehrserziehungsräume. Oder der i3 bei BMW. Separates Betriebsgelände, eigene Werksausweise, souveräne Arbeitszeit, flache Führungsstruktur, Experimentierräume, geschützt vor den Arbeitsweltkontrollierern. Wirkliche Zukunftsterritorien entstehen, indem man auch altgediente Vorschriften zeitlich befristet aussetzt, vereinfacht. Ein Beispiel aus meiner Heimatstadt München. Ein Haus auf Stelzen über dem Parkplatz eines Freibads. Das Dantebad, in einem Jahr gebaut. Für soziales Wohnen, vereinfachtes Vergaberecht, Auftrag an Generalunternehmer, Lockerung bei Auflagen zu Energieeffizienz und Barrierefreiheit. Wir brauchen eine solche Offenheit in alle Richtungen. Cross-sektoral, cross-ideologisch, aber nicht für die eigenen Erlösungs- und Lieblingsprojekte, meine Grünen. Übrigens, lassen Sie mich es noch härter sagen, auch für die grüne Gentechnik. Die fürchten Sie ja wie der Teufel des Weihwasser. Gegen die Meinung von 140 Nobelpreisträgern. Robert Habeck hat ja hier mit dem Neudenken schon begonnen. Wie wäre es denn mit Experimentierräumen für Biotech, liebe Grüne? Oder für Arbeit, liebe GroKo, lieber Herr Röspel? Da würde ich jetzt den lieben Hubertus Heil adressieren, was er aus den Experimentierräumen, die schon Andrea Nahles kastriert hat, jetzt wirklich machen will. Meine Damen und Herren, technologische und soziale Innovation sind Zwillinge. Aber eben nur dann, wenn man dem ersten Zwilling nicht das Spielbein amputiert. Deswegen ist Ihr Antrag so kurz gesprungen. Sie müssen einen Punkt setzen. Herr
Das Wort hat die Kollegin Dr. Petra Sitte für die Fraktion Die Linke.